Es ist unheimlich schwer, in so 20 Minuten so ein großes Thema wie die Homöopathie reinzupressen. Deswegen sind bestimmt Fragen übrig geblieben. Also es gibt Bemühungen, quasi Gesprächsziffern und Sprechzimmer wieder einzuführen. Das ist aber gar nicht so leicht, solche Sachen umzusetzen. In unserem Informationsnetzwerk Homöopathie haben wir auch Leute, die da sehr dahinter sind. Und ich weiß auch, dass innerhalb der Ärzteschaft das diskutiert wird. Aber das ist nichts, was man sozusagen für sinnvoll befindet und dann beschließt. Das ist sicher ein längerer Prozess, weil wenn die Allgemeinärzte wieder abrechnen dürfen, dann wollen die HNO-Ärzte auch und dann sagen die Chirurgen, wir wollen ja auch mal mit den Ärzten, mit den Leuten sprechen, nicht immer nur operieren, und dann hat man so eine Riesendiskussion gleich wieder und davor scheut man sich natürlich auf gewisse Weise auch. Ja. Also vielleicht sollte ich vorsichtig sein und nur von mir sprechen, aber ich habe sogar Chemie-Leistungskurs gehabt, also ich hätte das besser wissen müssen. Aber ich glaube, das Problem ist, dass Wissen und Glauben nichts miteinander zu tun haben und sich auch gegenseitig schwer beeinflussen lassen. Man lebt als homöopathischer Arzt, Ärztin sehr gut mit dieser Schere im Kopf. Weil natürlich weiß man gewisse Dinge und das hat man ja in der Vorklinik auch wirklich gelernt, aber man bringt das nicht in Verbindung mit dem, an was man glaubt. Und das Problem ist, dass einem nicht bewusst ist, dass das eine nur ein Glauben ist und dass das andere Wissen ist. Irgendwie versucht man das vielleicht auch, um die kognitive Dissonanz, die ja auch schon erwähnt wurde, möglichst gering zu halten, als gleichwertig zu betrachten. Und in diesem Prozess des Nachdenkens ist mir das erst klar geworden, dass das nicht gleichwertig ist, ja? Und dass Glaube und Wissen ganz, ganz krass unterschiedliche Dinge sind. Und dass eben Glauben in der Medizin, so viel Naturwissenschaft ist sie dann tatsächlich doch, einfach nicht zu suchen haben. Also zur TCM will ich sagen, ich habe da zwar eine Ausbildung, aber ich habe das nie praktisch angewendet und will auch hier in dem Rahmen nicht viel dazu sagen. Da gibt's, kann man genauso lange drüber sprechen wie über die Homöopathie. Aber zur zweiten Frage, die ist sehr interessant. Tatsache ist, dass die meisten dieser Professuren Stiftungsprofessuren sind, was nochmal ein bisschen was anderes ist als wirkliche Lehrstühle an der Uni. Und ich würde sagen, das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass die Homöopathie über eine unglaublich unbekannte, aber unglaublich erfolgreiche Lobby verfügt. Als Homöopathin war es mir nicht mal klar, dass es Lobby so gibt. Ja? Also auch unter den Homöopathen, da hat man immer so das Gefühl, wir sind die Benachteiligten und wir sind doch die, die von der Pharmaindustrie gegängelt wird und unser Wissen, das wird überhaupt von der Wissenschaft nicht beachtet und so weiter. Dass aber diese ganze Einstellung und diese ganze Symbolik, die dahinter steckt, Lobbyarbeit ist, die es dann andererseits schafft, Kassenstiftung, Wisshom und so weiter zu unterhalten und zu finanzieren und andererseits auch Stiftungsprofessuren wie die von der Frau Professor Witt oder sowas über Jahre aufrechtzuerhalten, das zeigt einfach nur, dass die ziemlich geschickt sind, dass offensichtlich auch die Hochschulen dazu schweigen. Ja, also wir versuchen auch für unser Informationsnetzwerk Stellungnahmen von Hochschulen, von Physikern, von Chemikern, von Ärzten zu bekommen und das geschieht nicht. Ja. Also Stellung zu beziehen gegen die Homöopathie ist unglaublich schwer, sogar an Hochschulen. Weil Sie nach der Ausbildung gefragt haben, also die Homöopathie wird an den meisten Universitäten nicht eigens gelehrt. Das gibt es in Studentenkursen außerhalb organisiert. Innerhalb des Studiums und des abprüfbaren Wissens für
Prüfungen innerhalb des Medizinstudiums spielt die wirklich nur eine ganz kleine Rolle im Rahmen der Naturheilkunde-Vorlesung. Das ist zumindest der Kenntnisstand, den ich habe. Das ist auch was, was vielleicht noch beruhigen sollte. Ich hatte ein bisschen das Glück, dass ich während der Endphase meines Buches, wo mir auch so wirklich klar wurde, dass ich meine Praxis nicht weiterführen kann, das war ja alles ein Prozess. Der Lektor meines Buches ist heute auch hier, der hat den Prozess auch mitbekommen. Also als ich mich an Springer gewendet habe, war ich schon deutlich auf der kritischen Seite, aber ich hatte immer noch meine Praxis. Die Praxis habe ich erst wenige Monate vor dem Erscheinen des Buches wirklich zugemacht und ich hatte das Glück, dass ich damals schwanger war. Das heißt, ich war schon in der Pause. Ich habe einfach nicht wieder aufgemacht. Das war insofern jetzt einfach eine Fügung meines Lebenswegs und ich habe meinen Patienten dann einfach gesagt, dass das Buch mich weiter von der Homöopathie weggebracht hat als beabsichtigt, nämlich ganz weg, und dass ich deswegen natürlich auch nichts mehr anbieten kann, wohinter ich selber nicht mehr stehe, und das hat letztlich jeder verstanden. Die allerwenigsten Patienten haben sich aber auch von der Homöopathie abgewendet. Die haben das verstanden, dass ich das mache. Und nur wenige haben mich nach einem Folgehomöopathen gefragt. Trotzdem hatte ich auch die Hoffnung, ich kann, und das merke ich ja jetzt in der ganzen Diskussion um die Homöopathie, man kann Menschen das klar machen. Man sagt denen, hör mal, bei mir war es so und das und das und das hat mich überzeugt. Aber ich kriege wirklich sehr, sehr viele Zuschriften von Homöopathenseite. Und es war noch keine einzige in sicher über 1000 Zuschriften, wo ein Homöopath gesagt hatte, meinst du das eigentlich ernst? Was hat dich überzeugt? Diese Frage kommt nicht. Ja, also ich versuche ja so ruhig und sachlich und freundlich wie möglich zu kommunizieren, aber das interessiert einen offensichtlich nicht, solange man glaubt. Also nicht alle Menschen werden als Skeptiker geboren. Und für mich war es, für viele andere Menschen, denke ich auch, die sich für die Homöopathie interessieren, auch durch so eine ganz persönliche Erfahrung. Ich war krank, ich bin durch die Medizin getingelt, man konnte nicht erkennen, was die Ursache war und konnte mir dementsprechend natürlich auch nicht helfen. Und als ich dann zu einer Homöopathin auf und ich kenne da jemanden und so weiter, ich hatte das vorher noch nie gehört, ja, und habe damals auch noch Medizin studiert mit dem Ziel, Chirurgin zu werden, also das war mir komplett fremd, bin ich gegangen und danach ging es mir besser. Und ich habe eben diesen ja, sehr häufigen Fehlschluss gemacht, zu denken, es ging mir deswegen besser. Möglicherweise ging es mir besser, weil die tatsächlich sich die Zeit genommen hat und auch Zusammenhänge hergestellt hat, die mir dann wirklich geholfen haben. Aber es waren bestimmt nicht die Globuli, die mir geholfen haben. Aber in mir hat sich das so festgeschrieben. Die Homöopathie hat dir geholfen und da hat sich für mich wie so eine neue Welt geöffnet. Mensch, guck mal, so kann man Patienten auch helfen. Mir hat das so gut getan. Und das ist mir als was ganz Positives erschienen. Kritik habe ich nicht wahrgenommen oder zumindest nicht verstanden. Ja? Und deswegen glaube ich, dass dieses, ich habe die Erfahrung gemacht, mir hat es geholfen, das hat eine ganz große Faszination. Dass man diese Erfahrung nicht verallgemeinern darf, das weiß ich erst jetzt. Ja. Ja, das ist eine gute Frage und ich habe die Antwort nicht. Die Homöopathie ist in der Gesellschaft unheimlich gut verbreitet, in den Köpfen total etabliert. Und wann immer man jetzt ankommt und sagt, das ist doch irgendwie Quatsch, ja, haben die Menschen das Gefühl, man möchte ihnen was wegnehmen. Und das stimmt ja auch. Ja.
Und deswegen kommt man immer als Spaßverderber oder als Skeptiker, ja, rüber. Und ich weiß nicht, was das richtige Vorgehen ist. Wir versuchen jetzt zumindest sachliche Informationen, neutrale Informationen anzubieten. Eine Möglichkeit wäre zu sagen, kennst du schon das Informationsnetzwerk Homöopathie? Da gibt es auch den Artikel unter den FAQs, aber Kinder und Tiere kennen doch keinen Placebo-Effekt, denen hat es doch auch geholfen, die bilden sich das doch nicht nur ein. Also vielleicht kann man über solche Plattformen da Möglichkeiten schaffen, aber in persönlichen Gesprächen ist es mir noch nie gelungen, und ich kenne ja jetzt auch wirklich die Argumentationsweise der Überzeugten, eine Veränderung zu bewirken. Es tut mir leid. Ja, ich glaube einfach, dass die Homöopathie ganz einfache Antworten auf sehr komplexe Fragen gibt und dass die Menschen das fasziniert. Ja? Gesundheit ist so ein komplexes Thema, Gesunderhaltung. Hier die Globuli, die helfen dir, das ist eine ziemlich einfache Antwort darauf und man muss sich auch sonst mit nicht viel auseinandersetzen, um das zunächst mal für bare Münze zu nehmen. Und das hat eine Faszination, das ist einfach so. Und nicht immer ist es so, dass wir Menschen nur von sinnvollen Dingen, dass wir die attraktiv finden. Das ist halt einfach auch Teil unseres Menschseins. Hängt sicher damit zusammen, dass einfach das intuitive, schnelle Denken, wie Kahnemann das nennt, sehr viel einfacher und sehr viel ohne Energieaufwand funktioniert. Naja, ich war ja immer Schulmediziner auch sozusagen und ich kann mir zum Glück, da bin ich natürlich Gott froh, nicht vorwerfen, dass ich jetzt irgendjemand wirklich Schaden zugefügt habe, am ehesten meinen eigenen Kindern, weil ich die natürlich weitaus länger habe leiden lassen, als ich das mich bei Patienten jemals getraut hätte. Ja. Aber es ist tatsächlich so, man kennt dann dieses Gefühl, oh, hat wieder nicht gewirkt, ist jetzt schon das dritte. Muss man nochmal neu repertorisieren, ja. Aber man hat als Homöopath da 1000 Ausreden für im Kopf, die ich jetzt natürlich von Homöopathenseite auch immer wieder höre. Und an die glaubt man wirklich. Man denkt wirklich, ach, wie kann denn das nicht sein, dass das schon wieder nicht, habe ich so gut ausgewählt, ja. Und leider ist eben die Grenze zu, wann man wirklich eine richtige Therapie beginnen sollte, das Gefährlichste an der Homöopathie. Weil man kann natürlich sagen, Zuckerkugeln, was soll's, bei einem Schnupfen eingenommen dauert die Erkältung eben auch 7 Tage. Ja? Aber der Punkt ist wirklich, wo verpasst man durch die Scheintherapie eine wirkliche Therapie? Und das bleibt ein kritischer Punkt. Und das bleibt mit der Hauptgrund, warum die Homöopathie zumindest aus der Medizin raus sollten. Weil glauben kann man natürlich an alles Mögliche und man kann auch Viren leugnen, also was immer man möchte, aber nicht innerhalb der Medizin. So, dann glaube ich, müssen wir zum Ende finden.